Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. So, ich muss mich jetzt den ganzen Weg zurück machen. Froschtotems. Ich sehe dich, Frau Totem. Aha. Irgendjemand hat dieses alte Walkie-Talkie zerlegt. Vielleicht wollte er es ja nachbauen. Okay. Bisschen Fell. Also hier ist ja nichts mehr. Wie kommt man dahin? Und ich gucke mal, ob es hier ist. Keine Ahnung, wie man da durchkommt. Ja, ein bisschen was sammeln. Und raus aus dem Wasser. Ich gehe da lang. Den habe ich ja schon entschlüsselt. Moment, eine Ebene höher. Yeah.
Verstoßenen kennen den Willen der Götter. Gib mir ein Zeichen. Die Beschützer haben versagt und sind jetzt dazu verdammt, das Verlorene zurückzuholen. Okay. Also da unten muss ich hin. Oh, Entschuldigung. Ich will hier hin. Bist du Pisco der Tote? Du kannst mich sehen? Pisco wurde gesehen. Bist du auch tot, Ishik? Nein. Du bist also Pisco der Tote. Ich bin Pisco, Diener der Götter. Ich bin Lara. Lara. Schöner Name, Lara. Du bist nicht tot? Du auch nicht. Oh, doch, doch. Als Kind sollte ich geopfert werden. Man brachte mich zum Berg, das Ritual fand statt, aber... Aber du hast überlebt. Nur mein Körper. Für Freunde und Familie bin ich tot. Ich lebe von Opfergaben, die man mir darbringt. Ein Junge sagt, Pisco hat seine Würfel gestohlen. Taki? Der Sohn eines sehr arroganten Adligen. Er wollte unbedingt spielen und er hat verloren. Ich habe nicht viel, aber diese Würfel habe ich ehrlich gewonnen. Wenn du willst, spielen wir darum. Willst du ein Spiel spielen? Was für ein Spiel? Sprich mit 5 Verstoßenen, höre ihre Weisheit und sage mir, warum Taki verloren hat. Dann kriegst du die Würfel. Das werde ich tun. Okay. Und wo sind die? What the heck? Moment. Mit 5? Das sind 4. Wo ist der 5? Wo? Wo bin ich jetzt gerade? Hier. Ah. Hallo. Hallo, Ishik. Wir sehen nur selten Fremde in der Stadt. Pisco sagt, ich soll mit dir reden. Ah, Pisco. Ich mag ihn. Hast du andere Fremde gesehen? Nur einen. Er sah gut aus, war sanft und freundlich. Wir waren verliebt. Aber das war verboten. Vom Kult von Kukulkan geächtet. Wie schrecklich. Tut mir leid. Ich wurde an die Klippen gebunden und sollte dort sterben. Am 3. Tag hieß ich den Tod willkommen. Da fand er mich, der Fremde. Er befreite mich und versorgte meine Wunden. Wer war er? Ich weiß nicht, wie er heißt. Es ist viele Jahre her. Ich würde ihn gerne wiedersehen. Ich gehe oft zu den Klippen und sammle bei den Kondornestern Federn. Sie erinnern mich an ihn. Eine bemerkenswerte Geschichte. Danke, dass du sie mir anvertraut hast. Danke fürs Zuhören, Ishik. Okay. Jetzt ist die Frage, wo ist hier der Verstoßene? Ach, hier. Hallo, Pisco schickt mich.
Wirklich? Sagtest du, du wurdest wegen einer Lüge verstoßen? Nein, Ishik, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Das war mein Fehler. Was ist passiert? Sollte ich sagen, ich hätte nie einen Fremden gesehen? Wenn keiner die Wahrheit glaubt, ist sie nie passiert. Welche Fremden? Sie tragen Schwarz und haben seltsame Waffen. Sie verstecken Gold. Ich habe dem Kult davon berichtet. Sie haben mich verstoßen. Eine Lüge? Das Gold war für sie. Eines Tages wird die Heuchelei des Kults auffliegen. Und was machst du jetzt? Ich habe alles verloren, Ishik. Meine Stellung, Macht, Ansehen. Aber erst dadurch habe ich endlich erkannt, ich hatte keine Berufung. Hast du jetzt eine? Ja. Ich diene der Zukunft, indem ich die Vergangenheit schütze. Königin Unuratu ist die rechtmäßige Herrscherin von Paititi, nicht der Kult von Kukulkan. Was ich sehe und höre und weiß, hilft jetzt der Rebellion. Eine gute Sache. Ich lasse die Goldladungen stehlen, die die Fremden von Zeit zu Zeit liefern. Sie ändern nie den Übergabepunkt. Sieht aus, als würdest du für viele Leute wirklich etwas bewegen. Danke für deine Geschichte. Hat mich sehr gefreut. Mich auch, Ishik. Da ist Gold. 3 denken. Ich hol's mir. Okay, jetzt muss ich irgendwie dahin gucken. Wie ich jetzt dahin komme. Muss ich tauchen? Weiß jetzt nämlich nicht genau, wo ich hin muss. Ich glaube, hier bin ich falsch. Ah, hier. Hab ich's mir gedacht. Nun diene ich X. Hallo, gehörst du zu den Verstoßenen? Ja, Ishik. Ich bin Chaska. Ich bin Laura. Pisco schickt mich. Pisco, der Tote? Hat dich geschickt? Hast du eine Partie Patoyi verloren? Nein, ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Es überrascht mich, dass er nicht darum spielt. Tut er. Ah, nun, alles, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass ich wie Pisco verstoßen wurde. Ich habe alles verloren, aber nicht wegen eines Unfalls. Ich habe etwas getan. Und würde es wieder tun. Was ist passiert? Hast du eigene Kinder? Nein. Ich auch nicht. Ich habe X-Chels Segen nicht erhalten. Aber ich war die Hebamme der 3 Kinder meiner Herrin. Ich habe sie geliebt wie meine eigenen, bis ich meine Stellung verlor. Was hast du getan? Ich bin eine Diebin. Was hast du gestohlen? Eine Jadekette. Warum? Die Jüngste, Kayara.
Sie sah die Kette bei einer Freundin und nahm sie mit. Sie wollten sie holen. Sie hätten sie verstoßen, obwohl sie ein Kind war. Ich sagte, ich war's. Meine Herrin nahm mir die Kette ab und zerbrach sie auf dem Boden. Und ich wurde verstoßen. Das tut mir so leid. Sei nicht traurig. Ich würde es wieder tun. Kayara hat ihre Lektion gelernt und führt ein gutes Leben. Und ich diene X-Chell mit meiner Weberei, wie es meine Mutter mich gelehrt hat. Und Kayara besucht mich manchmal. Danke für deine Geschichte, Chaska. Kayara hatte Glück, dich zu haben. Alles Gute, Ishik. Was zur Hölle? Was mir aber immer noch fehlt, ist die vierte. Wo zur Hölle? Steckt die fünfte Person. Es sind fünf. Das zeigt mir nur an, wie viel? Vier. Deswegen, was zur Hölle? Wo steckt die? Und schon wieder ein Geheimnis entdeckt. Gold? Falsche Richtung. Die muss dahin. Ich schätze mal, ich muss nach oben. Hier nicht. Weißes Wasserschwein. Ah, hier. Hallo, bist du ein Verstoßener? Ja, Ishik. Hallo. Du hast von einem weißen Wasserschwein geredet. Oh, es gibt nicht nur eins, sondern viele. Pisco will, dass ich mit allen Verstoßenen rede. Bist du ein Jäger? Jetzt schon. Früher war ich Bauer. Aber das war wirklich kein Leben für mich. Immer diese Pflichten und die Erwartungen von der Familie. Ich habe mich geweigert und bin gegangen. Und ein weißes Wasserschwein war schuld? Nein, Ishik, eine ganze Herde. Sie hat nachts mein Feld überfallen, alles zertrampelt. Ich habe nichts unternommen, nur zugesehen. Da hatte ich eine Idee. Eine Herde Wasserschweine, alle weiß. Ich könnte sie doch jagen. Dann käme ich vielleicht endlich von den Feldern weg. Und hast du es gemacht? Die beste Entscheidung meines Lebens. Mein Vater hat den Hof meiner Schwester übergeben. Aber das ist in Ordnung. Ich bin jetzt Jäger. Paimo der Weiße. Danke für die schöne Geschichte, Paimo. Danke, Ishik. Aha. Albino Wasserschwein. So entdeckt man ja auch Geheimnisse, ne? Jetzt muss ich da irgendwie hin. Ah, da ist er auch schon. Ich glaube. Hallo. Hallo. Du bist Lara, nicht wahr? Pisco schickt dich. Stimmt. Ich bin Moraika. Ich höre deinen Namen heute schon zum zweiten Mal. Die Kultisten reden über dich. Du hast die Säuberung eingeleitet. Den Schlüssel von Shakshel gefunden. Das habe ich. Oh, keine Sorge, Kind. Die Säuberung war überfällig. Wir müssen entscheiden. Machen wir weiter oder fangen wir neu an? Das ist keine leichte Entscheidung. Hast du gehört, Rimac?
Das Schicksal der Welt ist keine leichte Entscheidung. Ich mag sie. Das stimmt, Lara, ist es nicht. Und wenn der Kult von Kukulkan entscheidet, werden wir Sklaven und sie nennen es Schutz. Oder nicht, Rimak? Er redet nicht viel. Der Kult handelt aus Angst. Angst wovor? Angst vor der Außenwelt. Angst vor Veränderung. Aber die Bedrohungen draußen sind auch in uns. Angst ist der Feind, nicht Veränderung. Veränderung gibt's immer. Aber was fasele ich, Rimak? Die Dame will bestimmt etwas kaufen, das ihr weiterhilft. Was? Dietrich! Was zum... Hab ich irgendwas zu verkaufen? Nein! Oh. Das ist... Genau. Ich brauch das und das! Ich hab nicht genug Geld! Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. Geld! Ich brauch Geld! Ich brauche definitiv wesentlich viel mehr Geld. Da ist der Dietrich, den ich immer gesucht habe. Da. Wie kommt man da rein? Entschuldigung. Ah! Wie macht man das? Ich habe keine Ahnung, wie. Was ich auf jeden Fall brauche, ist Geld.
Ich habe keine Ahnung. Funktioniert nicht. Entschuldigung. Pisco? Hast du schon mit ihnen gesprochen oder nicht? Ja, habe ich. Aber du siehst es noch nicht. Sie hatten alle Hoffnung. Du musst dich anstrengen, wenn du das Spiel gewinnen willst, Lara. Hoffnung ist das eine. Aber alle Verstoßenen sind in ihrem neuen Leben aufgegangen, trotz der Umstände. Sogar du, Pisco. Nun, ich bin der beste Patois-Spieler, den Patiti je hatte. Nicht schlecht für einen Toten. Ganz und gar nicht. Nochmal, was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass ein Opfer dein Leben besser machen kann. Dass das Vermächtnis deiner Familie eine Fessel sein kann und du deinen eigenen Weg finden kannst. Liebe ist stärker als der Tod und du musst an etwas glauben, das größer ist als du selbst. Aber letzten Endes kannst du nicht alles kontrollieren. Was du aus deiner Lage machst, das zeichnet dich aus. Gut gesagt, Lara. Und du bist bestimmt nicht tot? Taki glaubt, er hat verloren, weil er Pech hatte. Aber nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Das sehe ich jetzt. Was hältst du von Moreka, der Verstoßenen? Sie hat mich erwartet. Sie schien einiges über mich zu wissen. Ah, sie weiß viel über alles, Ishik. Sie hat wunderbare Sachen in ihrem Laden. Artefakte, die nur die Götter kennen. Ich weiß. Du hattest Glück, sie zu finden. Sie verlässt Paititi häufig, um ihr Inventar aufzustocken. Sie war die optimistischste. Aber natürlich. Bei uns in Paititi sagt man, wir alle erschaffen das Schicksal. Wir bestimmen nicht die Umstände, nur unsere Taten. Eine Lektion, die Taki noch lernen muss. Gut gespielt. Danke, Pisco. Ich bringe Taki die Würfel zurück. Okay. Boah, jetzt muss ich wieder die ganz... am Ende der... Moment. Das ist eine Sackgasse. Moment mal. Ach ja, ich weiß jetzt, wo ich lang muss. Ich brauche jetzt wesentlich viel Geld. Ich brauche die Sachen. Und die Waffe ist auch nicht gerade zu verachten. Okay. Also das kann ich nicht verbessern. Die habe ich etwas verbessert, aber ja.
Oh, die kann ich noch verbessern. Die ist vollständig verbessert, okay. Wie weit bin ich entfernt? Nicht mehr weit. Und da unten ist er ja. Ich habe deine Würfel, Taki. Oh, vielen Dank. Hattest du nicht gesagt, Pisco hätte die Würfel gestohlen? Jeder weiß, dass Pisco stiehlt. Er hat gesagt, du wolltest ein Spiel spielen und du hast verloren. Er hat mich nicht mehr spielen lassen. Nur noch einmal würfeln und ich hätte gewonnen. Pisco wollte, dass du weißt, dass... Nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Jetzt, wo ich meine Würfel zurück habe, kann ich auch wieder üben. Nochmals vielen Dank, Ishik. Danke. Was krieg ich? Ich habe 1400 Goldstücke. Keine Ahnung, wie man da rankommt. Ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall noch die ganzen Becken untersuchen. Den Weg da übrigens auch, der führt wohin? Ach so. Das ist der Weg zurück, aber wofür das hier hin? Das will ich wissen. Das ist... Aber ich würde erstmal sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.